Hallo vom Würstelstand, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute haben wir weltmeisterlichen Besuch bei uns, Katrin Menzinger und Vadim Gabusow, Tanzweltmeister. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön, danke für die Einladung. Die erste Frage natürlich, was darf es denn sein zum Essen? Ich freue mich schon tagelang auf diesen Termin und ich nehme bitte einen Käsekreiner. Vadim? Ich auch, ganz wienerisch. Käsekreiner nennt man einen Eitriger mit einem Buckel, aber ohne 16er Blech. Klingt lustig, wenn du das sagst. Ja, mein Akzent ist ziemlich lustig, finde ich. Senf oder Ketchup? Lasst euch das einmal schmecken. Vadim, du hast eine sehr interessante Geschichte. Du kommst aus der Ukraine, bist dann in Kanada groß geworden und jetzt in Wien. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich so? Ich habe das Glück gehabt, dass ich viele Sprachen gelernt habe. Nicht so viele, aber vier. Also ich kann gut kann ich Ukrainisch, Russisch, Englisch. Das sind so ohne Akzent. Deutsch mit Akzent, so wie ich jetzt rede, und Französisch. Auch mit Akzent, weil in Kanada hat es man gelernt. Wann habt ihr beide das erste Mal gemeinsam getanzt? Wir haben vor 10 Jahren, sind schon 10 Jahre her. Sommer 2004. Also über 10 Jahre schon. Kann ich mich erinnern. Haben wir begonnen, wie habt ihr euch kennengelernt? Das war übers Internet. Und zwar, ich war gerade ohne Partner, er war ohne Tanzpartnerin. Und unsere Eltern haben uns gegenseitig im Internet füreinander gefunden, auf so einer Online-Plattform für Tanzpartnersuchende. Und seitdem bist du durchgängig in Wien? Ich bin sehr glücklich in Wien, weil ich finde, dass Wien ist einfach eine super tolle Stadt. Mit super tollen Würstelständen. Ja, das ist wirklich wahr. Ich glaube, die Würstel in Österreich sind am besten. Aber es war ein großer Kontrast für mich, für Vancouver. Es ist eine sehr moderne Stadt, nur neue Gebäude, alles aus Glas. Und Wien, ganz anders, ganz alt. Gibt es in Vancouver Würstelstände? Ja, die sind meistens aber irgendwelche riesige Hotdog-amerikanische Sachen. Mit Relish, also ganz anders. Ihr habt ja beide die großen Tanzformate kennengelernt in Österreich und auch in Deutschland. Mhm. Wo sind da die Unterschiede? Naja, ich glaube, das ist grundsätzlich wie die Unterschiede vom Land selber. Also in Österreich ist alles ein bisschen eleganter, ein bisschen traditioneller, ganz genau wie die Show selber. Ja, es ist alles ein bisschen mehr elegant, ein bisschen Ballatmosphäre, in Deutschland ein bisschen pfiffig und jung. Mhm. Man kann nicht sagen, was ist besser. Nein, es sind beides wunderschöne Shows und in jedem Land ja auch extrem erfolgreich. Ihr habt ja beide auch gewonnen schon, genau. Die Shows. Genau, Vadim hat sogar zweimal gewonnen in Österreich. Ich musste erst nach Deutschland gehen, um dort zu gewinnen. Ihr seid ja beide Heeressportler. Müsst ihr um 7 Uhr in der Früh zur Standeskontrolle antreten? Na sicher. Beide? Frau Korporal. Jeden Tag? Herr Korporal. Wirklich? Jeden Tag? Und am Montag? Aber wir müssen trainieren. Unsere Dienstzeit beginnt um 7.30 Uhr. Genau. Also wir müssen sofort anfangen, etwas in unsere Tanzrichtung unsere zu machen. Unsere Dienstzeit ist eigentlich unsere Trainingszeit. Jeden Tag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr trainieren wir und danach unterrichten wir. Wäre wahrscheinlich auch anders nicht möglich, wenn man dann solche Erfolge erreicht, dass man nicht unterstützt wird und gefördert wird, in dem Fall vom Bundesheer. Genau. Ne? Auf jeden Fall. Wir sind unglaublich dankbar, dass wir das Bundesheer hinter uns haben, weil ohne den Bundesheer wären all diese Erfolge nie möglich gewesen. Ja, das ist unser bester Unterstützer. Also das ist der Sponsor quasi. Es ne? gibt keinen besseren Sponsor als das Bundesheer. Deswegen klingt dann irgendwie, was es hat Bundesheer mit dem Tanzen zu tun, aber ist es so. Ihr wart ja früher auch privat ein Paar, habt euch jetzt getrennt und habt dann gleich einmal darauf nur einen Weltmeistertitel geholt. Also ihr tanzt noch weiter gemeinsam. Wie schwierig ist das, wenn man vorher als Paar zusammen ist und dann auf einmal nur mehr tanzt und so viel trainiert? Naja, ich glaube, es ist natürlich ein Challenge ein bisschen gewesen am Anfang. Aber jetzt haben wir schon wieder einander irgendwie uns eingeklickt und ist kein Problem. Und man sieht an den Erfolgen, dass man muss nicht unbedingt ein Paar sein, um gute Erfolge zu haben. Ist es üblich in der Szene, dass die Tanzpaare auch privat oder? Es ist nicht unüblich. Also ich würde sagen, ungefähr die Hälfte der Paare sind wahrscheinlich privat zusammen. Es ist einfach so, dass man als Tanzpaar kaum Freizeit hat und sehr viel unterwegs ist und man einfach absolut keine Zeit hätte für einen anderen Partner.
Und ich glaube, dass das einfach hauptsächlich der Grund ist, dass man aus praktischen Gründen zusammenkommt. Aus taktischen Gründen. Aus praktischen. Ne? Praktischen Gründen, nur besser. Aber taktischen auch. Ja, ihr habt uns ja vorab dankenswerterweise auch ein Video zur Verfügung gestellt von eurem letzten Weltmeister-Erfolg. Ist noch gar nicht so lang aus. Ja. Was mich jetzt sehr interessiert, du hast da einige, glaube ich, halbe Minuten lang die Augen verbunden oder noch länger. Zweieinhalb Minuten. Wie trainiert man sowas? Ist doch total schwierig, genau oder? Genau so, mit verbundenen Augen. Also wir haben uns gedacht, wir wollen einfach uns noch eine Herausforderung stellen bei diesem Tanz und damit natürlich das Ganze noch spektakulärer machen. Und da ist uns eben die Idee gekommen, passend zu 50 Shades of Grey, zu dem Thema von der Kür, mit verbundenen Augen zu tanzen. Und wie schwierig ist das? Es ist schwierig, aber ich vertraue bei dem zu 100%. Blind quasi, ne? Blind, ich vertraue blind. Und egal in welchem Saal wir das auch trainiert haben, wir trainieren ja immer woanders. Und auch wenn der Saal besonders klein war oder so, ich habe das trotzdem immer mit Augenbinde gemacht. Ist da mal was passiert, ein kleines Hoppala? Nein, immer wieder natürlich. Ab und zu passiert, dass ich auf sie ein bisschen draufsteige oder dass sie in eine oder falsche Richtung... Oder dass du vergisst, dass ich nichts sehe. Aber einmal haben wir den Tanz beendet, alles war gut und er führt mich dann weg von der Fläche und hat dann vergessen, dass ich nichts mehr sehe. Und er bleibt stehen, lässt mich los und ich laufe voll gegen die Wand. Das ist einfach passiert. Aber alle CDs, alle Gläser, die dort waren, einfach runtergehauen. Aber ich meine, das passiert. Da war ein Gedanken. Aber so beim Tanz oder so ist jetzt nie wirklich was passiert. Also ich habe ihm da voll vertraut. Ja, euch beiden danke für das nette Interview, fürs Kommen. Danke für die Einladung und danke für die Käsekreiner. Die gehen natürlich aufs Haus. Dankeschön.